Im Büro versuchte Swanche eine Meldung über den verschwundenen Krimi-Autor in der OZ zu platzieren. Unglaublich. Die sagen mir, ein verschwundener Autor sei keine Meldung. Wenn er wieder jemanden verklagt, das wird die Leser interessieren. Zudem sei die Titelseite wohl schon im Druck. Die Kleiderschränke der Prominenten. Auf ihrem Laptop erschien ein Foto von einer entrückten Bundestagsabgeordneten vor ihrem geöffneten Kleiderschrank. Ich bewunderte, wie die OZ knallharten investigativen Journalismus mit den Interessen ihrer meist ländlichen Leserschar zusammenbrachte. Ich las den Leitartikel über Blümchenmuster im Bundestag. Dann stutzte ich. Hier, schau mal, Swanche. Meine Praktikantin sah von den Paketen auf. Ostfriesengeisel. Der Bestseller des Krimi-Genies Wolfgang Clausen-Peters wird verfilmt. Die Handlung spielt im Rathaus der Stadt Leer. Die Bürgermeisterin wird von den Mitgliedern der holländischen Tulpenmafia als Geisel gehalten. Die Geiselnehmer fordern die Leeraner auf, ein sechsstelliges Lösegeld durch eine Sammlung zusammenzubekommen. Wird es gelingen, die Bürgermeisterin zu befreien? Endlich mal wieder eine gute Story. So ein Quatsch. Erstens kann die Bürgermeisterin gar nicht im Rathaus festgesetzt werden, weil die eh nie da ist. Und zweitens wird eh kein Leeraner für die zahlen. Ich dachte nach. Swanche, Clausen-Peters recherchiert doch immer so viel. Vielleicht war er im Rathaus, ist auf etwas Geheimes gestoßen und wird jetzt dort im Keller festgehalten. Du meinst, der sitzt in diesem völlig maroden Ratskeller? Ein guter Detektiv geht auch den unwahrscheinlichsten Spuren nach. Wir machten uns zu Fuß auf den Weg zum Rathaus. Dabei mussten wir am ersten Modehaus Leers vorbei. Der umtriebige Geschäftsinhaber hatte sich für die ostfriesischen Krimitage ein neues Verkaufskonzept überlegt. Robbery Shopping. Dazu wurden die Schaufenster verdunkelt und alle Lichter gelöscht. Kunden konnten sich am Eingang mit Sturmhauben und Taschenlampen bewaffnen und dann aus dem Laden so viel mitnehmen, wie sie tragen konnten. Ein echtes Einkaufsabenteuer. Einzige Bedingung, vor ihrem Raubzug hatten die Kunden ihre Kreditkarte vorzuzeigen. Das Geld für die scheinbar geklauten Klamotten wurde beim Verlassen des Geschäfts über einen Ausgangsscanner abgebucht. Eine lange Schlange von Shopping-Abenteurern wartete darauf, in das völlig überfüllte Geschäft eingelassen zu werden. Verkaufspersonal war angewiesen, mit lauten Rufen für die richtige Stimmung zu sorgen. Kaum jemand sah das kleine Schild am Ausgang. Eventkäufe vom Umtausch ausgeschlossen. Genial. Wir gingen weiter. Am Denkmalsplatz war die Hölle los. Emsländer, die sich im vergangenen Jahr einer Rückführung in das Moorbrandgebiet widersetzt hatten, feierten einen öffentlichen Gottesdienst direkt am Denkmal. Um die Christen herum stand ein Bataillon junger Menschen, die sich mit Transparenten bewaffnet dem Klimawandel entgegenstellten. Umrandet wurden beide Gruppen von einer Menschenkette gegen Hass und Intoleranz, die auch die Stände des alljährlichen Töpfermarktes mit einschloss. 4 Veranstaltungen in einem Tag am selben Ort? Wie blöd ist das denn? Im Wartebereich des Bürgerbüros im Rathaus blätterte ich in einer abgegriffenen Ausgabe der Landlust. Der Hauptartikel setzte sich mit Wühlmausbekämpfung auseinander. Als wir aufgerufen wurden, reichte ich das Heft an meinen Nebenmann weiter, der ein wenig wie ein schlecht frisierter Biolehrer aussah. Vielleicht konnte er aus dem Heft für Hobbygärtner ja noch was lernen. Wir fragten nach dem Digitalisierungsbeauftragten.
Die Dame am Schalter schickte uns zum Ordnungsamt. Dort war die Hölle los. Der Leiter des Fachbereichs hatte angeordnet, für die Koordination sämtlicher Veranstaltungen in der Stadt nur noch eine spezielle Computersoftware zu benutzen. Diese lief aber bis zur Entrichtung der Lizenzgebühr im Demo-Modus. So konnten zwar alle Veranstaltungen eingetragen werden, wurden aber automatisch nur einem einzigen Datum zugewiesen. Und die Lizenzgebühr war im laufenden Haushaltsplan nicht vorgesehen. Darum das Chaos am Denkmalsplatz. Meine Praktikantin zeigte ein Foto von Clausen Peters herum. Niemand hatte ihn gesehen. Man verwies uns auf die IT-Abteilung im dritten Stock. Die Computerspezies schüttelten den Kopf. Nachdem Zwanti ihnen erklärt hatte, was ein Autor und was ein Roman sei, beratschlagten sie kurz. Dann schickten sie uns zur Registratur in den Keller. Die seien für den historischen Kram in der Stadt zuständig. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sie haben heute schon 2500 Kalorien verbrannt. Möchten Sie einen Film sehen? Halt die Klappe, Siri. Im Keller sagte man uns, mit Auskünften an Privatpersonen sei man nicht betraut. Da sei der Herr, den wir suchten, sicher im Hauptamt gewesen. Oben im vierten Stock. Ihre Herzfrequenz ist erhöht. Machen Sie eine Pause. Wollen Sie einen Film sehen? Im vierten Stock war es gleißend hell. Scheinwerfer strahlten, Techniker wuselten mit Kabeln herum, Requisiten wurden hin und her gerückt. Die Verfilmung von Ostfriesengeisel hatte begonnen. Das Hauptamt war wegen der Dreharbeiten verwaist. Ein Mitarbeiter meinte, wir sollten es doch mal bei der Dame im Bürgerbüro versuchen, an die müsste doch jeder vorbei. Achtung, Ihre Herzfrequenz nähert sich einem lebensgefährlichen Bereich. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Oder wollen Sie einen Film sehen? Im Bürgerbüro mussten wir eine neue Nummer ziehen. Landlust und Biolehrer waren weg. Ich ging unseren Fall noch einmal durch. Clausen Peters war verschwunden. Und er lebte. Schließlich erschienen seine Bücher. Sein Verleger war ein Untoter. Und trotz seiner intensiven Rechercheaktivitäten hatte ihn niemand gesehen. Ja, den Clausen Peters, den habe ich hier gesehen. Ist ja ein berühmter Mann. Schriftsteller. Die Dame am Schalter strahlte uns an. Ja, und warum haben Sie uns das nicht schon vorhin gesagt? Sie wollten wissen, ob er sich nach der Digitalisierung erkundigt hat. Das weiß ich nicht. Dafür bin ich nicht zuständig. Mich hat er nach den Freunden der Altstadt gefragt. Die Adresse konnte ich ihm wohl geben. Legen Sie sich bitte auf den Boden und atmen Sie langsam ein und aus. Soll ich einen Notarzt rufen? Oder wollen Sie einen Film sehen? Als wir wieder vor dem Rathaus standen, war das Wetter umgeschlagen. Nebel drückte sich in die Altstadtstraßen. Die Altstadtfreunde mussten warten. Ich hatte schon vor lauter Überarbeitung ein Brummen im Ohr. Das ist keine Überarbeitung, Bruns. Guck mal, nach oben. Eine Minidrohne stand über unseren Köpfen in der Luft. Mit einem hellen Lichtstrahl projizierte sie durch das Nebelgrau etwas an die Rathauswand. Wir traten einen Schritt zurück. Am Rathausturm war in großen Lettern zu lesen: Kurt Bruns muss sterben.